Hallo Leute, hier ist wieder euer Markus vom Renditemobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung und natürlich auch dem Reselling. Und nachdem ja im letzten Video ein paar mehr Molltöne waren in der Rückbetrachtung für 2020, soll doch jetzt in diesem Video mit meinen Zielen und Vorstellungen für 2021 dann doch etwas mehr Helligkeit einziehen und passend dazu nehme ich dieses Video auf am helllichten Tage, wobei das ja momentan ein bisschen schwierig ist. Heute hat es zum Beispiel, wenn auch nur ein ganz bisschen geschneit sogar. Also wir haben hier in Berlin gerade die Wetterextreme von über 10 Grad auf 0 Grad oder 1 Grad innerhalb von einem Tag, 2 Tage. Also das ist schon außergewöhnlich, finde ich gerade ein bisschen. Aber tatsächlich, also wenn es nach mir geht, für mich gehört in den Winter auch zumindest in Deutschland immer eine gewisse Kälte dazu. 13 Grad fand ich dann doch schon ein bisschen komisch. Aber lasst uns zum eigentlichen Thema des Videos kommen. Ich habe hier mein Buch wieder, was ich ja aus Kambodscha tatsächlich habe. Und ich bin immer ein Freund davon, sind noch so viele Seiten leer, das dann auch zu nutzen, sozusagen. Und ich habe diesmal eine kleine Abwandlung der Einteilung gemacht. Ich glaube grundsätzlich immer noch, dass es von der Einteilung her schon so gut ist, sage ich mal, die Überschriften von den Zielen und in welche Richtung die gehen. Möchte natürlich grundsätzlich so viele beziehungsweise im Idealfall alle Ziele erreichen und die auch ja übererfüllen, wenn es geht. Werde aber natürlich, wenn es darum geht, man kann nur das eine Ziel beziehungsweise oder das andere Ziel schaffen, dann eher den Zielen aus der zweiten und dritten Säule, nenne ich es mal, den Vorzug geben vor denen aus der ersten. Einfach weil ich in diesem Jahr ein bisschen das Gefühl hatte, dass diese wiederum zu kurz gekommen sind. Auch natürlich auf ein Grundstück weit über die Möglichkeiten, aber wir wollen ja nicht in die Opferrolle gehen. Man hat es ja immer noch bis zu einem gewissen Grad selber in der Hand und daran werde ich mich im nächsten Jahr eben dann auch selber dran messen. Und versuche eben alles zu erfüllen. Also kommen wir mal dazu. Das Video soll jetzt nicht ganz so lange werden und würde mich freuen, wenn ihr auch mal ein bisschen diskutiert. Ich lasse wieder die Kommentare in diesem Video an. Im anderen habe ich sie ausgelassen. Es war eher so ein Video für mich, wo ich noch mal so ein bisschen zurückgeblickt habe, auch ein bisschen emotional wurde. Und ja, wenn es überhaupt welche von euch bis zum Ende geguckt haben, wie gesagt, dann Dankeschön erstmal dafür, aber es war ja eher weniger ein Austauschvideo, denn mehr ein Video, wie ich es sozusagen sehe. Bevor wir vielleicht anfangen zu meinen Zielen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal die Ausgangssituation zu kennen, beziehungsweise meine Meinung zu der Ausgangssituation. Und ich bin überhaupt kein Untergangsprophet und so weiter und versuche, meistens sehe ich mich eher als realistisch, weder als pessimistisch noch optimistisch. Und realistisch, zumindest nach den aktuellen Zahlen, sieht es eben so aus, dass bis Ende des Jahres irgendwie zumindest hier in Berlin vierstellig geimpft wird. Wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, ob man will oder nicht, sondern einfach so generell, was möglich wäre. Bis zum Ende des Januars nächsten Jahres sollen irgendwie 10 Millionen Impfdosen sein. Das sind ungefähr 5 Millionen, also weil es ja eine Zweifachimpfung ist. Und dann soll sie sich so fortsetzen. Das heißt also, wir werden so bis Ostern, Ende März, Anfang April 15 Millionen geimpft haben hier in Deutschland. So, und wenn es zumindest nach diesen Gruppen geht, werde ich da garantiert noch nicht drunter fallen. Außerdem glaube ich, dass es keine Impfpflicht in der Form geben wird, sondern eher sowas wie eine Impfempfehlung, wenn man zum Beispiel fliegen will oder irgendwas mit großen Menschenmassen machen will. Das heißt also, ich gehe leider erstmal davon aus, muss man wahrscheinlich gerade so dazu sagen, dass die Impfdosen, wenn jetzt noch Johnson & Johnson dazukommen sollte, die natürlich auch noch eine große Kapazität haben und alle drei sozusagen dann Impfungen stellen, Impfdosen stellen, dann geht man davon aus, dass bis zum Ende nächsten Jahres alle geimpft sein können. Und dann ist ja eben die Frage, ob die nochmal aufgefrischt werden muss oder nicht.
So dass ich jetzt grundsätzlich erstmal davon ausgehe, dass wir im Sommer nächsten Jahres eine gewisse neue Normalität haben, aber nicht aufgrund der Vielzahl der Impfungen oder der Herdenimmunität, die dann schon da sein wird, sondern einfach nur wegen den wärmeren Temperaturen in dem Sinne, wie es jetzt in diesem Jahr war. Das heißt also, es wird eher eine Normalität bis zum Ende nächsten Jahres. Wie gesagt, kein Untergangsprophet, aber einfach nur so eine, wenn sozusagen die Daten sozusagen stimmen. Also das gesagt, muss man einfach wissen, was ich mir so ungefähr vornehme. Dementsprechend wird natürlich viele Sachen, die jetzt daran gehen, neue Menschen kennenzulernen, draußen zu sein, natürlich weiterhin gerade in der ersten Jahreshälfte schwierig sein. Ich denke auch, dass ich viel noch von zu Hause arbeiten werde und viele, die die Möglichkeit haben, wahrscheinlich auch noch zu Hause arbeiten werden können. Das ist ja eher ein Privileg, muss man ja ganz klar sagen. Und dementsprechend werde ich natürlich auch von der ersten Säule natürlich vor allem viel Gas geben in dem ersten Teil. Ja, weil natürlich man nichts anderes machen kann. So, also kommen wir mal dazu. Das gesagt, wie gesagt, ich will nicht das Video zu lang machen. Ihr könnt natürlich Fragen darunter stellen, wenn ihr Fragen dazu habt. Also, was habe ich mir gesetzt? Erste Säule habe ich wieder überschrieben, diesmal aber mit Arbeit, Business, Erfolg und Geld. Also das gebündelt, wo es dann wirklich nur auf reine Fakten und nicht darauf, wie es geschieht, sondern nur das Endziel sozusagen. Und da ist es so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich möchte im Reselling ein bisschen mehr als verdoppeln. Das wird Herausforderung, einfach weil ich die Problematik habe, in Anführungszeichen Problematik, dass ich ja aus der Kleinunternehmerung in die Regelbesteuerung wechsel und dadurch natürlich praktisch noch einen Bestand habe, der unter Kleinunternehmerregelung fällt. Das heißt, dass ich da wahrscheinlich entweder nicht viel abverkaufe oder die kaum mit Gewinn verkaufen kann. Und dadurch wird es natürlich gerade im Anfangsjahr oder in der ersten Hälfte des Jahres kaum Gewinn geben. Nichtsdestotrotz habe ich mir als Ziel gesetzt, also das sehe ich sozusagen als Herausforderung in dem Bereich zusätzlich und habe mir trotzdem das Ziel gesteckt, dass ich ungefähr 12.000 Euro netto Gewinn machen möchte. Warum diese 12.000 und nicht eine Verdopplung? Naja, weil 12.000 durch 12 Monate sind eben 1.000 Euro und das ist, glaube ich, so die nächste Hürde sozusagen, die ich mir gesetzt habe. Dann möchte ich für diesen Kanal hier wieder um die 100 bis 150 Videos. Bei mir ist es ja jetzt so gerade drin, 3 Videos pro Woche. Das wären ja dann um die 150. Ich mache das nicht so dogmatisch. Bin eh immer eher ein Freund davon, eher weniger Videos mit mehr Inhalt als ein Video mit dem gleichen Thema 5-mal zu labern. Ja. Und ich wünsche mir sozusagen für diesen Kanal 2.500 Abonnenten. Das wäre dann eben auch eine Verfünffachung. Das ist ambitioniert, allerdings wirkt das ja bei dem Algorithmus und bei solchen Sachen eher immer exponentiell und weniger, dass es sich additiv sozusagen nur verdoppelt. Von daher bestimmt sehr Herausforderung, aber habe ich mir sozusagen gesetzt. Dann möchte ich weiter für mein Wachstumsdepot sparen. Denke mal, das ist so ein Ziel, was ich mehr oder weniger schon fast abhaken kann, dass ich da das weiter bespare, 500 Euro auf 20 Titel bis komplett das nächste Jahr, also 6.000 Euro da rein. Dann möchte ich in meinem Depot das erhöhen auf 10.000 Euro. Eventuell möchte ich davon einen Teil, ob ich dafür ein extra Depot mache oder nicht, weiß ich noch nicht. Denke dann aber so auf 10.000, die ich dann rein für Spekulation nehme. Wie ich das ausgestalte, habe ich schon so eine gewisse Idee, aber das wird dann nochmal in einem extra Video kommen. Aber auch das sehe ich nicht so dogmatisch, weil das hat natürlich auch eine gewisse andere Voraussetzung, aber das kommt eben noch. Ja, Dividenden möchte ich auch mich steigern, wobei ich ganz klar komplett davon abgerückt bin zu sagen, okay, ich möchte jetzt nur Dividendentitel, ich möchte eben auch noch Wachstumstitel, weil ich denke, ich habe noch genügend Zeit und 10 oder 15% Wachstum ist eben dann zumindest kurzfristig gesehen und wenn man noch im Vermögensaufbau ist, natürlich besser als 4% Bruttodividendenrendite. Möchte aber trotzdem diesen Part zur, sage ich mal, Stabilisierung und zum
Buzzword, passivem Einkommen, trotzdem drin haben und möchte da ungefähr so, ich glaube, jetzt habe ich ungefähr 1100, 1200, ich möchte es auf ungefähr 2000 erhöhen. Das kommt natürlich jetzt darauf an, was für eine Rendite ich da dann immer oder was für eine Dividende ich natürlich immer ausgehe. Sagen wir mal so, wenn ich das, ja, also ich peile da schon 3 bis 4% netto an, habe da ja den Grundstock für einige Titel gelegt, wo ich mehr als 4% habe. Und ja, wenn ich natürlich sage, ich möchte auch Wachstumstitel und damit 2% Dividendenrendite netto rechne, dann wäre ja schon das 100.000 Euro Depot nötig. Also von daher ein bisschen mehr peile ich schon an. Dann möchte ich eine Wohnung kaufen. Da ist ja ganz klar die Prämisse. Mir ist lieber weniger, aber dafür Cashflow starke, gute Immobilien zu haben, als zu sagen, jetzt ich brauche 100 Immobilien und habe bei jedem 3 Euro plus. Genau, also eine soll da wieder hin, so wie in diesem Jahr, wobei da hätte ich fast eine zweite gekauft, also das hätte ich dann sozusagen auch schon geschafft. Dann möchte ich weiterhin 2 Prüfungen schreiben und möchte wahrscheinlich eine GmbH gründen. Der Zweck bin ich mir noch nicht, also ich bin mir schon sicher, welchen Zweck. Ich habe es aber in diesem Jahr gesehen, dass man, wenn man sich zu viel vornimmt, dass man dann am Ende gar nichts schafft oder nicht das schafft, was war. Also ich habe 2 Ideen. Eins davon wird in der GmbH wahrscheinlich aufgehen. Und das wäre es mit der ersten Säule. Kommen wir zur zweiten. Gesundheit und Bildung. Das ist für mich immer so, ein gesunder Geist steckt im gesunden Körper und andersherum. Von daher, also ich bleibe bei 4-mal Sport. Wenn ihr euch jetzt an den Beginn des Videos erinnert, mit meiner ja, grundsätzlichen Prognose oder so wie ich es mir ableite, dann wird es wahrscheinlich so in die Richtung gehen, dass ich jogge und ein bisschen Dehnungsübungen hier machen und mit eigenem Körpergewicht sozusagen, vielleicht ein paar Hanteln. Das wird wahrscheinlich die große Zeit noch einnehmen. Dann möchte ich auf jeden Fall, wenn es wieder möglich ist, 12 Massagen. Deshalb habe ich mir aber auch nicht reingeschrieben, einmal im Monat, sondern eben 12 und ganz verteilt. Vielleicht wird es dann auch in den letzten paar Monaten etwas häufiger, aber das möchte ich auf jeden Fall mir Gutes tun. Das kam auch zu kurz in diesem Jahr und es war ja auch teilweise möglich, wenn auch schwieriger. Und ja, ihr merkt gerade deshalb, warum ich am Anfang das gestellt habe, wie meine Prognose ist, dann wird auch das hier etwas eindeutiger. Dann meine Morgenroutine, die möchte ich weiter behalten und möchte die insofern ausbauen, dass ich dadurch, dass ich ja jetzt auch nur noch ein Spiel zum Daddeln habe auf dem Handy und da nicht mehr so abgelenkt bin, möchte ich das erhöhen auf 20 Seiten lesen. Was dann auch mit dem nächsten zusammenpasst, ich bleibe bei meinen 12 Büchern, möchte die auch diesmal wirklich schaffen und auch wieder 3 Sachen mitnehmen, die ich euch vorstelle und dann eben das Buch verlose. Und ich möchte, ich hatte schon mal ein Instrument gespielt, mehr schlecht als recht, ein bisschen, aber durchaus mit Leidenschaft, Musik finde ich schon schön und möchte da irgendwie was in die Richtung machen und ein Musikinstrument lernen. Ich habe schon eine Idee, so in welche Richtung es gehen soll, bin mir da aber zwischen 2 Instrumenten noch nicht ganz sicher. Ja, also auch so ein bisschen Weiterentwicklung, ihr merkt schon. Ja, und das dritte und die wichtigste Säule, sage ich mal, die in diesem Jahr tatsächlich bewusst, unbewusst etwas auch zu kurz kam, ist das Thema Wohlbefinden, Spaß, Gesellschaft, Liebe, habe ich so ein bisschen das überschrieben. Ja, und da habe ich auch viel übernommen, was es in diesem Jahr gab. Allen voran aber möchte ich, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesagt gehabt. Und wenn es dann soweit ist und es klappt, es ist in Berlin hier echt schwierig gerade, nicht nur wegen Corona, sondern auch im Allgemeinen. Ich möchte ja umziehen. Die Gründe und die warum und weshalb und wie es dann ist, wenn es dann soweit ist, werde ich dann nennen. Aber das ist auch einer der Punkte, die natürlich ein paar andere Punkte mindestens begünstigen, wenn nicht sogar notwendig ist, um die möglich zu machen. Ich denke da vor allem mit der GmbH-Gründung, wenn es in die eine Richtung geht, wäre es schon noch schön, das Kapital, was durch diese Wohnung gebunden ist, zu haben. Aber ja, das ist eine Sache, die ich da tatsächlich in die Richtung reinfinde, weil ich möchte wieder in meine
alte Heimat sozusagen und ja, werde darin aber nochmal berichten, wenn es soweit ist. Ansonsten habe ich viel übernommen. Ich möchte zwei neue Länder bereisen und werde mir das auch nicht nehmen lassen, auch wenn es sehr, sehr anstrengend wird. Also da müsste es schon zum absoluten Super-GAU kommen, den ich keinem von uns wünsche, dass das nicht klappt. Aber und sei es irgendwie nur wie in diesem Jahr eigentlich geplant, Niederlande und Belgien beispielsweise, dann ist es halt so, aber das möchte ich auf jeden Fall schaffen. Ich möchte Silvester wieder woanders verbringen, aber diesmal auch wirklich, ja, dann möchte ich auch fünf Sachen das erste Mal neu machen. Hab da schon ein paar Sachen im Auge. Eine Spiele-App hatte ich gerade erwähnt, maximal, auch nur maximal 150 Euro ausgeben für Spiele pro Monat. Wenn ich überlege, von wo ich komme, ist das schon eine gute Einschränkung. Dann möchte ich in dem Bereich, habe ich mir auch gesagt, weil wenn ich mal meine Steam-Bibliothek angucke und eine Switch habe ich mittlerweile auch, dass ich mir nur noch ein neues Spiel kaufe, wenn ich ein anderes Spiel fertig habe oder mich entschieden habe, das nicht mehr zu spielen. Ich finde ja sowieso, ja, im Alter hat man weniger Zeit, mehr Geld, um ganz viele Spiele zu kaufen. Und es kommen ja auch immer ganz viele tolle Spiele, aber mittlerweile bin ich ja übergegangen. Ich spiele halt ein Spiel, was mich richtig fesselt, als ein Spiel, was in meinem Wertesystem halt nur eine 2 plus wäre oder eine 2 minus. Dann habe ich einfach zu wenig Zeit und nehme halt das, wo es eine 1 ist sozusagen für mich. Ja, dann möchte ich einmal die Woche mit jemandem irgendwie mich treffen, lunchen, telefonieren in der Anfangszeit, irgendwie mit irgendeiner Person. Also es kann natürlich auch rollierend immer, also die gleiche sein, aber jede Woche eine andere. Mich einfach austauschen, was sie denkt, was sie fühlt und so weiter. Und ich möchte, weil auch das viel zu kurz ist, meine Familie mehr besuchen. 10-mal habe ich mir jetzt so als, ja, Richtlinie sozusagen gegeben und das bedeutet dann eben dementsprechend auch natürlich einmal pro Monat wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen die, aber ich denke, das sollte hinkommen, so weit ist es dann doch nicht entfernt und das werde ich dann irgendwie auch schaffen, lade vielleicht auch mal meine Mutter wieder hierher ein und ja, das sozusagen zu meinen Zielen für 2021. Und ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Es hilft dem Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Kanal zu abonnieren. Und ja, jetzt kann ich euch auch garantieren, dass jetzt eben auch mal ein paar andere Videos kommen. Aber ich finde das immer so ein bisschen als Auftakt und als Abschluss und als Auftakt eines Jahres, eines alten und ein neues Jahres. Und besonders mit den Herausforderungen in diesem Jahr immer wichtig, dass man sich dem immer auch steckt, weil wenn man keine Ziele hat, dann weiß man ja auch gar nicht, ob man auf dem falschen Weg ist oder auf dem richtigen Weg. Von daher finde ich das schon mal ganz wichtig, dass man die auch mal niederschreibt. Ja, man muss es dann nicht einen riesen Bohai drum raus machen, aber so mal ein bisschen das zu visualisieren, hilft zumindest mir, vielleicht euch ja auch. Also bis dann, bis zum nächsten Video, euer Markus. Ciao.